Wir sind ja in der Apostelgeschichte. Ich möchte uns Kapitel 23 ganz lesen, obwohl wir bloß einen Teil rausgreifen. Und zwar, wir möchten heute das Gewissen angucken. Paulus gibt hier einen wichtigen Punkt über die Arbeit in der Gemeinde Jesu und vor allem einen wichtigen Punkt auch ab, wie ein Gläubiger lebt, und zwar in Beziehung zu seinem Gewissen. Ich möchte aber das ganze Kapitel lesen. Da sah Paulus den Hohen Rat fest an und sprach: Ihr Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen Gott zu dienen gesucht, bis auf diesen Tag. Aber der hohe Priester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wang. Du sitzt da, mich zu richten nach dem Gesetz, und heißt mich schlagen gegen das Gesetz. Die Umstehenden aber sprachen: Schmähst du den hohen Priester Gottes? Da sprach Paulus: Ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hohe Priester ist, denn es steht geschrieben: Den Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein: Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn. Wegen der Hoffnung und der Verstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber solches sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern, und die Versammlung spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gäbe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist, die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Es entstand aber ein großes Geschrei, und einige Schriftgelehrte der Partei der Pharisäer standen auf, stritten und sprachen: Wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Hat aber ein Geist zu ihm geredet oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott streiten. Da aber ein großer Zwist entstand, befürchtete der Oberste, Paulus möchte von ihnen zerrissen werden. Und er ließ die Truppe herabkommen und ihn aus ihrer Mitte reißen und in die Kaserne führen. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm, sprach: Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir gezeugt hast, so sollst du auch in Rom zeugen. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen, verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie den Paulus umgebracht hätten. Es waren aber ihrer mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten. Diese gingen zu den Hohepriestern und Ältesten und sprachen: Wir haben uns mit einem Fluche verschworen, nichts zu genießen, bis wir den Paulus umgebracht haben. So macht nun ihr samt dem Hohen Rat es den Obersten klar, dass er ihn morgen zu euch hinabführe, da ihr seine Sache genauer untersuchen möchtet. Wir aber sind bereit, ihn vor seiner Ankunft umzubringen. Als aber der Schwestersohn des Paulus von diesem Anschlag hörte, kam er, ging in die Kaserne hinein, meldete es dem Paulus. Da rief Paulus einen der Hauptleute zu sich und sprach: Führe diesen Jüngling zu dem Obersten, denn er hat ihm etwas zu melden. Der nahm ihn und führte ihn zu dem Obersten und sprach: Der Gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen Jüngling zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Dann nahm ihn der Oberste bei der Hand, ging mit ihm beiseite und fragte ihn: Was hast du mir zu melden? Und er sprach: Die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du morgen Paulus in den Hohen Rat hinabführen lässest, dass sie seine Sache noch genauer untersuchen möchten. Lass dich aber nicht von ihnen bereden, denn mehr als 40 Männer von ihnen stellen ihm nach. Die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Nun entließ der Oberste den Jüngling und gebot ihm, niemand zu sagen, dass er ihm solches angezeigt habe. Und er ließ zwei Hauptleute zu sich rufen und sprach: Halte 200 Soldaten bereit, damit sie nach Caesarea ziehen. Dazu 70 Reiter und 200 Schleuderer von der dritten Stunde der Nacht an. Auch soll man Tiere bereitstellen, um den Paulus darauf zu setzen und ihn zu dem Landpfleger Felix in Sicherheit zu bringen. Da schrieb einen Brief des folgenden Inhalts: Claudius Lysias schickt dem edlen Landpfleger der Felix seinen Gruß. Diesen Mann, den die Juden ergriffen haben und umbringen wollten, habe ich mit Hilfe der Truppe befreit, da ich vernahm, dass er ein Römer sei. Da ich aber den Grund ihrer Anklage gegen ihn ermitteln wollte, führte ich ihn in ihren Hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt werde, aber keine Anklage auf sich habe, die des Todes oder der Bande wert wäre. Da mir aber angezeigt wurde, dass eine Verschwörung gegen diesen Mann bestehe, habe ich ihn sogleich zu dir geschickt und auch den Klägern befohlen, sich seinetwegen an dich zu wenden. Lebe wohl. Die Kriegsknechte nun nahmen den Paulus, wie ihnen befohlen war, und führten ihn bei Nacht nach Antipatris. Am folgenden Tage aber ließen sie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Kaserne zurück. Jene aber übergaben bei ihrer Ankunft in Caesarea dem Landpfleger den Brief und führten ihn auch dem Paulus vor.
Nachdem aber der Landpfleger den Brief gelesen und auf die Frage, aus welcher Provinz er wäre, erfahren hatte, dass er aus Zilizien sei, sprach er, ich will dich verhören, wenn deine Ankläger auch eingetroffen sind. Und er befahl ihn, im Palast des Herodes zu bewachen. Wir haben hier wieder eine typische Begebenheit der Apostelgeschichte, wo Paulus wiederum verfolgt wird. Das ist ja das, was er dann im 2. Korintherbrief so deutlich zum Ausdruck bringt, dass sein eigenes Volk ihn verfolgt hat. Aber den Teil, wir haben ja bereits Verfolgung und Trübsal der Gemeinde abgehandelt in den Teilen der Apostelgeschichte 44, 51 und 64. Wir haben, was hier auch sehr stark angesprochen wird, die Auferstehung im Teil 3 abgehandelt. Und wir haben das mosaische Gesetz, das hier ebenfalls eine große Rolle spielt, in Teil 65 abgehandelt. Insofern diese Teile werden wir heute nicht behandeln, sondern ich möchte einen Teil herausgreifen, und zwar der erste Vers. Und zwar Paulus sagt hier, ihr Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen Gott zu dienen gesucht, bis auf diesen Tag. Und das ist etwas, was jeden normalen Gläubigen betrifft. Ein normaler Gläubiger versucht, Gott so zu dienen, dass er dabei ein gutes Gewissen hat. Das ist der Normalzustand eines Gläubigen. Aber jetzt gibt es im Reich Gottes sehr unterschiedliche Darstellungen des Gewissens. Es gibt Brüder, die glauben, dass das Gewissen eine letzte von Gott geschaffene Instanz ist, die letztendlich vollkommen neutral reagiert und die letztendlich unfehlbar ist. Wenn ich richtig informiert bin, hat hier auch Watchman Nee dazugehört. Es gibt andere Brüder, die sagen, das Gewissen ist relativ, das ist nicht unbedingt letzte Instanz. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die das Gewissen letztendlich mehr oder minder unterbetont, die auch in gewisser Weise abgestumpft ist. Man kann auch ein Gewissen totschlagen, dass es nicht mehr reagiert, ist kein Problem. Wenn ein Mensch das will, dass er sein Gewissen totschlägt, das geht. Das ist dann das Drama, wenn ein Mensch kein Gewissen mehr hat. Aber aus dem Grund, um das Ganze nicht nach Menschenmeinung zu beleuchten, möchten wir die Bibel untersuchen, was die Bibel jetzt wirklich über das sagt. Und dann wissen wir es. Zuerst der griechische Text, also der Grundtext, sagt, dieses Wort Gewissen bedeutet ein, das ist jetzt schon mal interessant, ein Mitwissen. Nicht ein letztes Wissen, sondern nur ein Mitwissen, ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein. Und dann kommt das, was wir unter Gewissen verstehen, dieses Wort Gewissenhaftigkeit steckt auch drin. Jetzt möchte ich gleich zwei Bibelstellen zeigen, um sofort eigentlich letztendlich das Gewissen in das richtige Licht zu stellen. In 1. Korinther 4,4 sagt Paulus, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Damit kann man schon ganz sicher sagen von der Bibel her, dass ein Gewissen nicht die letzte Instanz darstellt, sondern Gott selber, der Herr. Das heißt, das Gewissen ist ein Instrument. Aber Paulus sagt, selbst wenn mein Gewissen schweigt, ist nicht gesagt, dass Gott dann nicht trotzdem etwas mit mir zu rechten hätte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man sich bewusst ist, dass das Gewissen ein Instrument ist von Gott geschaffen, aber nicht die letzte Instanz ist, sondern Gott ist die letzte Instanz, das Gewissen dann benutzt. Ein typisches Beispiel, wo man das Gewissen totgeschlagen hat, ist in Apostelgeschichte 5, Vers 2. Das ist die Geschichte von Ananias und Sapphira, die hier das Geld teilweise zurückbehalten und dann letztendlich hier praktisch in der Gemeinde öffentlich lügen. Und wenn man das jetzt einmal in, wie soll ich sagen, einfach sieht, dann heißt es, er entwendete von dem Erlös unter Mitwissen seiner Frau. Und das Interessante ist, dieses Mitwissen ist das gleiche Wort, das als Verb auch vom Gewissen gebraucht wird. So könnte man letztendlich sagen, das Gewissen ist ein Mitwisser. Es weiß etwas. Es weiß, es kriegt etwas mit von meinem Leben. Mein Gewissen kriegt mit, was bei mir abgeht. In meiner Seele, in meinem Geist, in meinem Verstand, in meinen Taten. Das Gewissen kriegt alles mit, ist ein Mitwisser. Und jetzt müssen wir sehen, wie es zu beurteilen ist. Ob das letzte Instanz ist, wenn mein Gewissen anschlägt, ist das dann unbedingt von Gott. Das werden wir nachher gleich sehen. Zuerst die Wurzel des Gewissens. Wo kommt der Gewissen her im Herzen eines Menschen? 1. Mose 3, 1 bis 12, der Sündenfall. Die Bibel sagt ganz klar, wenn man jetzt einmal die Texte ansieht, vom Sündenfall berichtet die Heilige Schrift überhaupt gar nichts von einem Gewissen. Sondern in dem Moment, wie Adam und Eva sündigen, in dem Moment lebt das Gewissen praktisch auf. Vers 8. Jetzt ist ja der Sündenfall geschehen, Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Und jetzt ab Vers 8 heißt es,
Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes, und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesichte Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens. Und jetzt heißt es plötzlich, warum verbirgst du dich? Gott redet sie an, jetzt wissen sie, dass sie nackt sind. Sie waren nicht nur körperlich nackt, sondern innerlich nackt, seelisch nackt, weil nämlich der Schutz der Sündlosigkeit weg war und sie waren jetzt vor Gott her letztendlich schuldig. Sie hatten gesündigt. Und in dem Moment kommt das Gewissen. Mit dem Sündenfall bricht das Gewissen hervor. Das heißt, das Gewissen war bei Menschen ursprünglich, war es letztendlich nicht nötig, sondern es kommt praktisch zum Bewusstsein. Es flammt auf in der Sekunde, als der Sündenfall geschieht. Und die Heilige Schrift sagt jetzt ganz klar, was ein Gewissen darstellt. In Hiob 27, Vers 6. Hiob hat es erklärt. Dort heißt es, ich habe an meiner Gerechtigkeit festgehalten und werde sie nicht loslassen. Mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage. Das ist jetzt eine ganz einfache Aussage. Das Gewissen ist ein Instrument, einmal neutral betrachtet, das mich letztendlich straft oder entlastet über das, was ich getan habe. Das ist ein inneres Organ, das meine Taten, meine Gedanken, meine Herzensstellungen letztendlich beurteilt. Insoweit noch sehr neutral. Johannes 8, Vers 9, eine ganz wichtige Stelle. Das ist die Stelle von der Ehebrecherin. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen gestraft, einer nach dem anderen hinaus, die Ältesten zuerst. Das heißt, das Gewissen kann mich strafen. Das Gewissen ist ein Organ, wo mich plötzlich trifft wie ein Keuleschlag, weil ich merke, ich habe etwas getan, was vor Gott Sünde ist. Es ist auch die Hauptaufgabe des Gewissens, anzuzeigen, wo vor Gott Sünde ist. Das ist die Aufgabe des Gewissens. Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durch das Herz. Sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Jetzt kommt das Entscheidende, eigentlich auch im Evangelium. Wisst ihr, es gibt so viele Richtungen, so viele große christliche Kirchen, so viele Sekten und so viele Dinge. Es kommt daher, schon ein ganz einfacher Grund, der Teufel weiß letztendlich, was dem Mensch gefällt. Und in der Regel zielt auch Evangeliumsverkündigung auf den Verstand. Aber der Verstand ist gefallen. Man sieht hier etwas, die Apostel haben durch den Heiligen Geist auf das Gewissen gezielt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als der Pastor Wilhelm Busch in Essen diese große Arbeit begann unter dem damaligen Proletariat, das war wirklich eine Elendsgesellschaft in Essen damals, dann sagte er, jeder Mann, der zu ihm als erstes in die Bibelstunde kam, hat ihm die gleiche Frage gestellt, woher hatte Kain seine Frau? Und der Wilhelm Busch ist dann zu dumm geworden und da hat er recht gehabt. Er ist dann am Schluss zu den Leuten hingegangen und hat gesagt, ihr Männer, das ist überhaupt nicht euer Problem, das ist eure Ausrede, eure intellektuelle Ausrede, sondern euer Problem ist eure Sünde, dass du zum Beispiel in Sünde lebst, dass du vor Gott nicht in Ordnung bist, dass du Streit mit deinem Nachbar hast, dass du lügst, dass du stiehlst, dass du hochmütig bist. Hat ihn erklärt, wo das Problem sitzt, hat auf das Gewissen gezielt. Und das ist die Erfahrung von vielen Gottesmännern. Sobald man auf das Gewisse zielt, verändert sich alles. Wisst ihr, man kann schöne Vorträge halten über Evangelium, wer Recht hat, über diese Lehre, jene Lehre, ist alles wichtig. Aber passieren tut bei einem Mensch erst etwas, wenn der Heilige Geist das Gewisse trifft, ist entscheidend. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und da bekehren sich auch die Leute, da kommen zum Glauben. Man kommt nicht zum Glauben, wenn Gott nicht das Gewissen treffen kann. Dann haben wir so einen allgemeinen Allerweltsglaube, einen christlichen Glauben, wo man alles glaubt und sich letztendlich christlich nennt. Aber wenn das Gewissen nie getroffen wurde vom Heiligen Geist, dass man vor Gott zusammenbricht, als Sünder sich auf die Brust schlägt und sagt, sei mir Sünder gnädig, dann kommt man nicht zum Glauben. Und insofern ist das Gewissen mit eines der wichtigsten Instrumente, das gibt im Menschen drin, das Gott durch den Heiligen Geist anspricht, um den Menschen zu überführen, dass er ein Sünder ist. Und das ist genau hier passiert bei diesen Ältesten von Israel. Sie wollten eine Frau umbringen in ihrem Blutdurst, in ihrem religiösen Wahn. Und der Herr geht einfach hin und zielt auf ihr Gewissen. Wisst ihr, wenn er die Stelle mal untersucht, die ist so phänomenal in diesem Johannes 8, Vers 9, was der Jesus hier macht. Das sieht man auf den ersten Blick ja gar nicht, was hier passiert. Er geht hier hin
Und spricht letztendlich die Frau frei. Aber vorher in Vers 6 schreibt er mit dem Finger auf die Erde. Wir wissen alle, die Erde ist verflucht um des Sündenfalles willen. Der Jesus geht hin mit seinem Finger und schreibt auf die Erde. Wenn man jetzt die Bibel nicht im Alten Testament kennt, dann weiß man nicht, was gemeint ist. Ist aber ganz einfach. Ich lese uns Jeremia 17, Vers 13. Dann sieht man nämlich sofort, was gemeint ist. Steht jetzt nicht auf dem Zettel, aber ist vielleicht wichtig zu verstehen. Jeremia 17, Vers 13. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Die von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Der Jesus ist hier hingegangen und hat die Namen dieser Leute auf die Erde geschrieben, um zu zeigen, dass sie vor Gott abgefallen waren. Und in dem Moment, wie er schreibt, hat der Heilige Geist ihnen vors Auge geführt, dass sie Sünder sind. Sie sind innerlich zusammengebrochen, rausgegangen. Sie haben sich nicht bekehrt, aber sie waren überführt. Sie hatten nicht mehr die Kraft, dieser Frau etwas zu tun. Da sieht man, wie Gott mit dem Gewissen umgeht. In Apostelgeschichte 23, Vers 1, und jetzt kommt die große Bandbreite eines Gewissens. Da sah Paulus den Hohen Rat fest an und sprach: Herr, Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Wissen Gott zu dienen gesucht, bis auf diesen Tag. Und das ist jetzt unser Eingangstext, das ist was ganz Wichtiges. Das Gewissen kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein. Und das Interessante ist, obwohl die Bibel nur mit den wenigen Stellen, die wir behandelt haben, ganz klar zeigt, dass das Gewissen nicht die letzte Instanz ist, sieht man trotzdem, dass der Paulus sagt, das Ziel jedes wahren Dieners Gottes oder Gläubigen ist, dass er letztendlich versucht, mit einem guten Gewissen Gott zu dienen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Apostelgeschichte 24, 16. Darum übe ich mich auch, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Das heißt, man kann das Gewissen verletzen. Das heißt, verletzen tut man das Gewissen, wenn man eine Mahnung vom Gewissen hat, die auch von Gott ist, und man trotzdem dagegen handelt. Ich weiß, ob ihr das kennt. Ich habe es auch schon getan. Wo die fleischliche Art so stark war, dass ich die Warnstimme des Gewissens überfahren habe, und dann ist aber passiert. Dann ist das Gewissen verletzt. Und dann oft kostet es ein wirklicher Kampf, bis man wieder ein gutes Gewissen hat, bis das Blut Jesu Christi mein Gewissen reinigt. Das ist dann oft ein Kampf. Es geht nicht mehr so einfach. Also ich möchte so betonen, man verletzt das Gewissen nicht ungestraft. Man überfährt nicht ungestraft ein Rotlicht. Ich habe heute Abend fast ein Rotlicht überfahren. Da zucke ich auch zusammen. Wenn ich sehe, dass es nur gelb war, bin ich immer beruhigt. Aber in der Bibel ist es so, wenn man dieses Rotlicht Gottes, die rote Ampel Gottes, das Gewissen überfährt, dann verletzt man letztendlich geistlich, verletzt man sich selber und sein Gewissen. Und es gibt dann einen unendlichen Kampf teilweise, bis man wieder im Zustand ist, dass man wieder von Gott her befreit dienen kann. Das ist nicht einfach. Also mit dem Gewissen zu spielen, ist eine sehr gefährliche Sache. Römer 2, Vers 15. Dass sie beweisen, dass das Gesetzeswerk in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Auch der Gottloseste, der Gott leugnet, hat ein Gewissen. Und dieses Gewissen ist von Gott in die Herzen der Menschen hineingeschrieben. Jeder hat ein Gewissen. Der Gläubige sollte ein sehr feines, geschultes Gewissen haben, aber es hat jeder eines. Auch der Mensch, der Gott leugnet. Es steht von Gott her in unsere Herzen geschrieben. Aber die Tragik, die ist in Römer 1, Vers 18 bis 24. Dort heißt es: Es offenbart sich nämlich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da es Gott ihnen geoffenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild von vergänglichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Gelüste ihres Herzens. Und da kommt die ganze Kette der Sünden.
Das ist die Tragik des Menschen, dass obwohl Gott ihm in seinem Gewissen mahnt, dass ein lebendiger Gott ist, dass man mit ihm in Ordnung sein muss, dass der Mensch eben sich weigert, sich zu Gott zu bekehren, dass der Mensch sich weigert, Gott zu dienen und letztendlich genau diese Schritte nachvollzieht und dann wird er innerlich verfinstert. Das heißt, das Gewissen wird immer stumpfer, es wird vor Gott immer schwerer, ihn zu erreichen, und es gibt etwas, das möchte ich nicht verhehlen. Es gibt den Point of No Return. Das heißt, es gibt diesen Punkt, wo man sich nicht mehr bekehren kann, wenn man sich gewisse Tod geschlagen hat. Ist das das, was die Bibel mit dem geistlichen Ausdruck Verstockung nennt? Ist dann die Verstockung, wo man dem Mahnen Gottes so lange widersteht, bis die Seele dann totgeschlagen ist, bis das gewisse totgeschlagen ist, bis man abgestumpft ist, und dann kann mich Gott auch nicht mehr erreichen. Römer 9,1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Und jetzt haben wir den Schlüssel. Das Gewissen ist ein neutrales Organ, ist ein neutrales Organ, wieder Verstand, ist ein neutrales Organ des Menschen, das letztendlich richtig funktioniert. Nicht, wenn es autonom allein funktioniert, sondern, so wie Paulus hier sagt, im Heiligen Geist. Das heißt, das Gewissen ist dazu geschaffen von Gott, dass der Heilige Geist es anspricht. Jetzt kann es zum Beispiel passieren, dass ein Gewissen, das neutrale Organ, nicht vom Heiligen Geist angesprochen wird, sondern vom Teufel. Dass er einem Gläubigen ein schlechtes Gewissen macht, wo er gar keins zu haben braucht. Es kann aber auch sein, dass der Teufel das Gewissen anspricht, indem er ihm einredet, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, obwohl er eines haben müsste. Das passiert auch. Und da sieht man etwas, wenn man das Gewissen neutral laufen lässt, ohne dass man es im Heiligen Geist aussetzt, dass man Gottes Gewissen zur Verfügung stellt, dass er reinwirken kann, wisst ihr, was dann passiert? Dann baut sich mein Gewissen praktisch eine eigene Philosophie auf, das ist der Mensch, dann wird mein Gewissen geprägt von den Meinungen der Menschen, von meiner Erfahrung, von allem Möglichen, und dann kann jemand hinstehen und sagen, mein Gewissen, ich habe ein reines Gewissen vor Gott und vor Menschen. Mir sagt, interessiert doch niemand. Sondern die Frage ist, ob dein Gewissen im Heiligen Geist, wie beim Paulus, nicht aufflammt, wenn der Heilige Geist es angeht, dann ist dein Gewissen gut. Aber allein die Aussage, ich habe ein gutes Gewissen, es ist ein Nichts vor Gott. Das interessiert überhaupt niemand. Sondern das Gewissen funktioniert nur im Heiligen Geist. Wir sehen nachher auch, dass der Teufel das Gewissen auch missbraucht. Aber Gott selber, wenn er das Gewissen anspricht, und dann habe ich das Zeugnis von Gott her, wenn ich im Lichte Gottes wandle, ist alles in Ordnung. Ist was anderes. Römer 13,5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein um der Strafe willen, sondern auch um des Gewissens. Jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Manche Dinge, die darf man nicht nur nicht tun, wenn man die Strafe fürchtet, sondern Gott sagt, es ist nicht recht, das Gewissen zu verletzen. Wisst ihr, der Mensch ist vom Sündenfall her so verdorbt, dass er eigentlich letztendlich immer versucht, sich selber und Gott anzulügen. Er versucht immer, sich rauszuwinden. Zum Beispiel, wenn es ganz klare gesetzliche Vorschriften gibt, ganz klare gesetzliche Vorschriften, dann ist es nicht nur wichtig, dass man mich nicht erwischt, sondern es ist wichtig, dass man gegen diese Vorschriften gar nicht verstößt. Wisst ihr warum? Nicht wegen der Strafe, sondern wegen dem Gewissen. Es gibt eine alte Geschichte. Ich habe das selber gehört von dem Prediger. Der war unterwegs als Prediger, war viel unterwegs, ist mit einem Geschäftsmann abends in einer Gaststätte zusammengesessen, die haben gegessen. Und dann sagt der Geschäftsmann, was sind Sie von Beruf? Und dann sagt er, ich bin ein Fischer. Und dann sagt er, ja, was sind Sie für ein Fischer? Wie kommen Sie als Fischer hier aufs Festland? Und dann sagt er, ich bin ein Menschenfischer, ich bin Evangelist. Dann sagt er, ah, sind Sie bei mir fehl am Platze. Ich tue Recht und scheue niemand. Ich lebe ein ordentliches, bürgerliches Leben. Bei mir ist alles in Ordnung. Sagt er, ja, haben Sie nicht gegen Gott gesündigt? Sind Sie kein Sünder? Sind Sie nicht schuldig vor Gott? Sagt er, nö, es gibt nichts in meinem Leben, was ich vor Gott nicht verantworten könnte. Und dann sagt er zu ihm, was sind Sie, Geschäftsmann? Sagt er, ja. Dann sagt er, nimm mal ein Stichwort. Sag bloß ein Wort gesagt. Finanzamt. Sagt der Mann, wurde blass auf dem Stuhl neben ihm und plötzlich war es ein Thema des Gewissens. Plötzlich war Sünde klar genannt. Und so ist es mit dem Gewissen. Der Mensch ist sich nicht bewusst,
Wenn der Heilige Geist durch einen Menschen, durch eine Bemerkung, durch die Heilige Schrift, durch ein Wort, plötzlich das Gewisse angeht, dann flammt es auf. Plötzlich merke ich, ich bin ja gar nicht so recht, wie ich dachte, auch als Gläubiger. Ich bin ja gar nicht der geheiligte Mensch, sondern das sind ja Dinge vom Fleisch her da, die in den Tod gehören, die ich nicht in den Tod gegeben habe. Wenn der Heilige Geist schon mal Gewisse angeht, dann kommt der Gläubige letztendlich in Not, das ist gut. Es treibt ihn zum Herr Jesus hin, dass er dort Reinigung durch sein Blut sucht. Weil die Bibel sagt ganz klar, dass das Blut Jesu das einzige Mittel ist, um das Gewisse, sagen wir mal, auf die richtige Art und Weise zur Ruhe zu bringen. Einzige Weg, um das Gewisse zur Ruhe zu bringen. Römer 14, Vers 20. Zerstöre nicht wegen einer Speise Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, welcher es mit Anstoß isst. 22. Du hast Glauben, hab ihn für dich selber vor Gott. Glückselig, wer sich nicht selbst beschuldigt in dem, was er billigt. Wer aber zweifelt und doch isst, der ist verurteilt, weil es nicht aus Glauben geschieht. Da gibt die Bibel jetzt eine ganz klare Regel. Sie sagt, wenn dein Gewissen letztendlich anschlägt und du handelst in geistlichen Dingen gegen dein Gewissen, selbst wenn es nur aus deiner Schwachheit kommt, sobald du gegen das Gewissen handelst, sündigst du. Das ist brutal. Und sagt, aus dem Grund musst du dich bestimmten Beschränkungen, hier war es Speisegebote, zum Beispiel unterwerfen, um dein Gewissen nicht zu beschädigen. Er sagt oben in Vers 20, ist alles rein, du könntest alles essen, auch dieses Götzeopferfleisch. Ihr wisst ja, wir haben auch Götzeopferfleisch, wissen wir ja. Kebab, teilweise geweihtes Fleisch. Ist das Gleiche, 1. Korinther 8. Wisst ihr, jetzt geht es einfach hin, dass man sagt, letztendlich, der, der es vom Gewissen her kann, sage ich für mich vollkommen normales Fleisch, ich esse das einfach. Das interessiert mich überhaupt nicht. Der kann es vom Gewissen her, ist vor Gott in Ordnung. Wenn aber ein sensibler Gläubiger kommt, ein schlechtes Gewissen kriegt, dann darf er nicht essen. Es sei denn, er bringt sein Gewissen vorher zur Ruhe. Das ist ein biblisches Gebot, eine biblische Regel, dass man nicht gegen sein Gewissen handeln darf, wenn es aus Schwachheit kommt. Es gibt Dinge, wo ich gegen das Gewissen handeln darf. Aber hier, wenn es aus einer geistlichen Schwäche kommt, aus einer Sensibilität, sagt die Bibel, darf ich nicht dagegen handeln. 1. Korinther 8, das ist das berühmte Kapitel über Götzopfer, zeigt es ganz klar auf. 1. Korinther 8, Vers 7. Nicht alle haben das Wissen, sondern etliche essen infolge ihrer Gewöhnung an den Götzen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch und beflecken so ihr Gewissen, weil es schwach ist. Und so wird es befleckt. Paulus sagt dahinter, das Essen verschafft uns keine Bedeutung. Sie könnte das Fleisch als Fleisch essen. Sobald aber ein Gläubiger ein schlechtes Gewissen kriegt, weil er innerlich denkt, das ist Götzeopferfleisch, und er hat es dann trotzdem gegessen, war Sünde vor Gott her. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sobald ich es als Götzeopferfleisch esse mit einem schlechten Gewissen, ist es Sünde. Ganz entscheidend. Das heißt also, ich habe unter Umständen mit dem Gewissen zu kämpfen, weil ich selber schwach bin. Dann habe ich mehr Probleme mit meinem Gewissen. Ich habe mit meinem Gewissen zu kämpfen, weil andere, der Teufel und die Menschen, mein Gewissen prägen möchten. Wo die Bibel ganz klar sagt, der Einzige, der mein Gewissen prägen darf, ist Gott durch den Heiligen Geist. Das ist ein entscheidender Punkt. Dann 1. Korinther 8, Vers 12. Wenn ihr auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Auch wenn ich selber ein weites Gewissen habe und ich treffe einen Gläubigen, der ein schwaches Gewissen hat, dann darf ich nicht so handeln vor dem Gläubigen, dass ich sein Gewissen verletze. Das heißt, Gott schützt das Gewissen durch sein Gebot und sagt, ihr dürft das Gewissen nicht verletzen, eures eigenes nicht. Und das des Mitbruders und der Mitschwester zweimal nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man muss aufpassen, was man hier tut. Aber, 1. Korinther 10, 25, alles, was auf dem Fleischmarkt feil ist, das esset, ohne um des Gewissens willen nachzufragen. Ich kann mein Gewissen ausschalten, wisst ihr wie? Zum Beispiel, indem ich von vornherein mit Gott ausmache, zum Beispiel im Gebet und sage, Herr, ich habe jetzt Hunger, da ist ein Stand. Ich frage gar nicht, was es ist, sondern ich nehme einfach im Glauben an, alles, was zum Mund eingeht, ist rein, geh hin und kauf's und esse es, fertig. Geht. Kein Problem. Wenn ich es vom Gewissen her kann. Das heißt, ich brauche nicht dauernd nachforschen hinter jeder Sache, ob da was Okkultes dahinter steckt, ob da irgendwie was dahinter stecken würde. Ich brauche nicht dauernd bohren. Es ist was ganz anderes, wenn Gott mir das anzeigt und ich dann ein schlechtes Gewissen kriege, dann muss ich die Finger davon lassen. Aber ich bin nicht verpflichtet, dauernd hinter allem zu suchen wie ein Wilder, weil da würde man verrückt werden, wenn man das tut. Ich brauche nicht dauernd hinter allem zu bohren,
was dahinter steckt, dass ich ein schlechtes Gewissen kriege, sondern ich kann mich darauf verlassen, wenn ich vor Gott richtig wandle, dann wird er mein Gewissen so ansprechen, wie es vor Gott richtig ist. Jetzt kommen wir zum kitzligen Punkt. 1. Korinther 10, 29. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Wenn ich es dankbar genieße, warum sollte ich gelästert werden über dem, was ich denke? Es ist einfach was ganz Wichtiges. Das Gewissen ist von Gott her eine Privatsache zwischen Gott und mir. Das ist immer ganz wichtig. Ich erlaube bei mir persönlich niemand, dass er sich da dazwischen stellt. Das Gewissen ist eine Sache zwischen mir und Gott ganz allein. Das heißt, es ist Sünde, wenn sich manche Brüder oder manche Gemeinschaften oder manche religiöse Führer aufschwingen und versuchen, das Gewissen für manche Menschen zu sein. Das geht nicht. Das ist wichtig. Das geht nicht. Sektiererei. Sondern das Gewissen ist eine Sache zwischen mir und Gott. Das ist was ganz anderes, wenn ich jetzt in der Gemeinschaft bin, ist offene Sünde da. Dass ich diese offene Sünde strafe, das ist was ganz anderes. Das ist nicht Gewissen, sondern geht es darum, objektive Sünde. Aber dass man die Leute ein schlechtes Gewissen einredet, weil sie nicht so sind, wie man selber ist, das ist religiöse Verführung. Die ist absolut abzulehnen. Wenn der Bruder zu mir sagt, aber jetzt müsstest du ein schlechtes Gewissen kriegen, sage ich, halt, Moment nochmal. Ich habe dir schon mal gesagt, zwischen mir und Gott, guck mal in der Bibel, ob ich eins kriegen müsste. Wenn dann die Bibel aussagt, ich müsste eins kriegen, von der Lehre der Bibel, dann sage ich, halt, dann stimmt bei mir was nicht. Wenn die Bibel nichts sagt und ich kriege kein schlechtes Gewissen, sage ich, halt. Ich prüfe mich dann, stehe ich vor Gott richtig, wandle ich im Heiligen Geist, bin ich vor Gott in Ordnung, wandle ich im Licht. Wenn ich zum Schluss komme, dass ich im Lichte wandle, dass alles in Ordnung ist und ich kriege kein schlechtes Gewissen, dann kann mir ein Mensch erzählen, was er will, sage, interessiert mich nicht mehr. Wenn Gott mein Gewissen, wenn ich ehrlich vor Gott bin, im Lichte wandle, nicht anspricht, hast du mir nichts zu sagen. Bibel sagt nichts, Gewissen sagt nichts, dann tut es mir leid, dann reagiere ich nicht. Kann mir erzählen, was man will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, geistlich. Man ist mit dem Gewissen Gott verantwortlich und vor allem der Heilige Schrift. Das heißt, wenn die Heilige Schrift nichts sagt zur Sache, ich stehe richtig vor Gott, wandle im Licht und mein Gewissen wird auch nicht angesprochen, dann ist für mich kein Grund zum Handeln. 2. Korinther 1, Vers 12. Denn unser Ruhm ist der, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind, in der Welt allermeist bei euch. Das Gewissen ist der Maßstab für meinen Dienst. Wisst ihr, fragt einmal die Männer und Frauen, die Gott dienen, die ehrlich sind. Fragt sie mal, vor Gott und deinem Gewissen, hast du immer Gott als Nummer eins gedient? Ja, dann muss man denen mal zeigen, der sagt, ja, uneingeschränkt. Ich würde wahrscheinlich 1. Johannes 1, Vers 8 zitieren. Könnt ihr mal nachlesen, was da steht. Frag doch einmal die Leute und sagt, hast du immer im Geist gewandelt? Warst du immer geistlich? Warst du nie fleischlich? Hast du nie Eigeninteresse gehabt? Ehre? Eifersucht? Nein. Hast du im Reich Gottes immer nur gehandelt? Lauter. So wie der Paulus sagt, lauter. Ehrlich. Keine Eigeninteresse. Nicht meine eigene Ehre. Nicht Machtgelüste. Ich will jetzt ins Ruder. Warst du immer rein? Immer sauber? Warst du immer edel vor Gott? Immer im Lichte? Klar, strahlend, hell? Wenn mich das fragt, muss ich ehrlich sagen, nö, war ich nicht. Ich war genauso, wie die Bibel beschreibt. Ich bin Mensch mit Sünden, mit Fehlern. Und das Einzige, warum ich Gott weiter dienen kann, ist das vergossene Blut Jesu Christi. Aber ich kann etwas bezeugen. Es gibt keine bewusste Sünde, die ich im Herr Jesus nicht bekannt habe und wo ich nicht das Blut Jesu Christi für die Vergebung der Sünde in Anspruch genommen habe. Und dann schweigt mein Gewissen wieder. Wisst ihr, da muss man aufpassen, dass mir nicht auf die falsche Pferde kommt, dass man in Perfektionismus auf der einen Seite kommt und dann nicht mehr merkt, dass man sündigt und dann immer frommer Wahn lebt oder auf der anderen Seite sein gewisser Tod schlägt und in der Hoffnung der Sünde lebt und gar nicht mehr merkt, dass man sündigt. Beide Extreme sind vom Teufel. Der Teufel hat immer Interesse, dass das Gewissen nicht funktioniert. 2. Korinther 4, 2. Sondern haben abgesagt der Verheimlichung aus Scham, gehen auch nicht mit Ränken um, fälschen auch nicht Gottes Wort. So durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor Gott. Das sagt Paulus, praktisch, übersetzt ins Neudeutsch. Ich arbeite so im Reich Gottes und gehe mit dem Wort Gottes so um, ich fälsche es auch nicht, dass jeder normale Mensch mich prüfen kann, ob das mit einem ehrlichen Gewissen vor Gott geschieht. Wisst ihr, Geschwister, wo ich aus der Pfingstbewegung rauskam, hatte ich ein Ziel, habe ich immer noch. Was nicht geschrieben steht, nehme ich nicht an. Ich erwarte auch, wenn ich Wort verkündige, dass die Menschen, die drin sitzen, die Bibel in der Hand haben
und letztendlich alles, was nicht geschrieben steht und klar ist, nicht annehmen. Das ist der Normalzustand. Das ist der mündige Gläubige. Der Prüfer kann, ob es stimmt. Wenn es nicht stimmt, lehnt er es ab. Wenn es stimmt, nimmt er es an. Alles andere ist Theater, alles andere ist Religion, alles andere ist Sektiererei, alles andere ist Machtpolitik. Im Reich Gottes muss man beurteilen können, wenn jemand arbeitet, ob er es mit einem reinen Gewissen vor Gott macht oder ob er Ziele hat, falsche. Ich sage euch mal, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, stundenlang, ich kämpfe die Woche wieder mit sowas rum, stundenlang, wo ich euch zeigen könnte, wie großartig aussehende Arbeiten in Wirklichkeit hinter der Kulisse, wenn du ein bisschen den Lack abkratzt, reine Selbstverwirklichungsveranstaltungen für manche Menschen sind. Im Reich Gottes. Da muss man aufpassen. Man muss aufpassen. Wisst ihr, ich lasse mich nicht blöffen durch irgendeine fromme Phrase. Sondern ich will immer sehen, was ist dahinter. Das ist ganz wichtig. Nicht der fromme Schein, sondern dahinter. Was dahinter ist. Die Einstellung. Die Gesinnung, und die siehst du, wenn du lang genug mit jemandem zusammen bist, dann siehst du alles. 2. Korinther 5, 11. Ihr merkt, der Korintherbrief spielt eine große Rolle, vor allem der zweite. In diesem Bewusstsein nun, dass der Herr zu fürchten sei, suchen wir die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Das heißt, Paulus hatte Gewissen. Und das Gewissen hat ihm bezeugt, dass der Herr zu fürchten sei. Der Heilige Geist hat ihm gezeigt, dass man mit dem allem nicht spielen darf, mit den geistlichen Dingen. Und er ist letztendlich hingegangen und hat aus dem Grund die Menschen zu überzeugen gesucht. Ihr wisst doch, wie ein Busch sich bekehrt hat. War ein Sohn aus frommem Hause. War an der Front. Erster Weltkrieg. Ist nicht bekehrt gewesen, fromm, aber nicht bekehrt, landläufig fromm. Und dann sagt er, redet mit seinem Kamerad im Schützengraben, plötzlich antwortet er nicht mehr. Er dreht sich rum und sieht, Kugel im Kopf, tot. Und plötzlich dämmert es ihm. Wenn die Kugel dich getroffen hätte, ja, wo wärst du jetzt? Wo wärst du aufgewacht? Im Himmel oder in der Hölle? Und dann sucht er ja verzweifelt längere Zeit, im Kugelhagel dann, der steht da unter der Front, versucht er dann letztendlich Gott zu finden, findet ihn nicht. Und dann in der Etappe im Rückzug kommt er in ein Haus, findet... Ich glaube, es war sogar sein eigenes. Auf jeden Fall kommt er wieder in der Bibel ran. Und dann liest er das Wort, dass der Herr Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen, um Sünder zu retten. Und so beginnt die Bekehrung vom Pastor Wilhelm Busch. Und das ist das Entscheidende. Dass das Gewisse das Instrument wird, um mich ins Licht Gottes zu stellen. Nicht, was die Menschen sagen, nicht, was letztendlich mein eigenes Ich sagt, sondern was Gott zu mir sagt. Zu dem ist Gewisse da, sonst zu gar nichts. Wisst ihr, da gibt es ja im 2. Samuel diese furchtbare Geschichte von David, der ja zum Sexualmörder wurde. Und das Interessante ist bei David, wenn er das sieht, er hat ja nichts gemerkt. Er hat sein Gewissen totgeschlagen. Er hat sein Gewissen vollständig totgeschlagen gehabt. Und dann wendet Gott das alte Mittel an, wie man Gewissen überzeugt. Ab Kapitel 12, der erste Vers. Und der Herr sandte den Propheten Nathan zu David, nachdem er die Ehe gebrochen hat, nachdem er einen Mann umgebracht hat. Jetzt erzählt er dem eine kleine Geschichte vom Schäflein, wo einer viele Schäflein hat und dann das kleine Schäflein vom armen Mann will er ihm wegnimmt. Und dann empört sich der David und sagt, das ist Sünde vor Gott, der Mann ist des Todes. Und dann geht der Nathan einfach hin, zeigt auf ihn und sagt, du bist dieser Mann. Und in dem Moment trifft der Herr durch den Heiligen Geist sein Gewissen wie ein Keuleschlag und dann bricht er zusammen. Und dann schreibt er der größte Bußpsalm, der jemals geschrieben wurde. Es gibt nichts Vergleichbares über Buße in der gesamten Weltliteratur. Dann schreibt er der 51. Psalm, wo im Höhepunkt, das ist der absolute Höhepunkt von Buße, wo er zerbrochen vor Gott liegt und schreit, entzündige mich mit Isop. Isop war das Büschel, das ins Blut getaucht wurde. Wo er dann schreit, er schreit nach dem Blut Jesu Christi. Und da sieht man dann, was passiert, wenn der Heilige Geist der Gewisse anspricht. Dann bricht ein Mensch zusammen und schreit nach dem Blut Jesu. Und dann kommt er und sagt, meine Sünde ist immer da vor mir. Wenn der Heilige Geist das Gewisse trifft, dann ist die Sünde da wie eine Wand, wie eine schwarze Wand. Und da hilft nur noch das Blut Jesu. Schlägt man dann das Gewisse tot, dann geht man letztendlich der Hölle entgegen. Ist keine Frage. Kolosser 2,16, nochmals die Rolle, wie das Gewisse zu sehen ist. Und da ist jetzt was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Kolosser 2, Vers 16, ist mit der Zentralstelle. So soll euch nun niemand richten wegen Speise, Trank, wegen eines Festes, Neumondes, Sabbats. Diese Dinge sind doch nur ein Schatten derer, die kommen sollten, wovon aber der Christus das Wesen hat. Wörtlich den Körper, Soma. Und hier sieht man etwas. Die biblische Lehre geht über das Gewissen. Das heißt, wenn in der Bibel was ganz klar geschrieben steht und mein Gewissen mich trotzdem verklagt, dann höre ich nicht auf mein Gewissen, sondern auf die Bibel. Das ist der Unterschied.
Wenn aber in der Bibel was ganz klar geschrieben steht und mein Gewissen sagt genau das Gleiche, dann habe ich gefälligst auf mein Gewissen zu hören. Kommt es aber zur Kollision zwischen Bibel und meinem Gewissen, gilt die Bibel und nicht mein Gewissen. Weil mein Gewissen krank sein kann, weil es der Teufel so bedient hat oder mein eigenes Herz kann das Gewissen so kaputt gemacht haben, dass ich letztendlich nicht mehr in der Lage bin, von Gott her wirklich zu unterscheiden, was Wahrheit ist. Und dann letztendlich gilt das Wort Gottes. Vielleicht eine Stelle, ich habe sie auch nicht auf dem Zettel, aber die ist wichtig. Hebräer 4,12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet. Seele und Geist, Mark und Bein, scheint Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist genau das Kolosser 2. Das heißt, der Herr nimmt den Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist macht das Wort Gottes lebendig und trifft mich in meinem Herz. Und das ist das, was Gott will. Und das ist dann die richtige Wirkung des Gewissens. Aber mein Gewissen allein ist absolut unter Umständen ein krankhaftes Organ. Lehre, das heißt, das Wort Gottes geht immer über mein Gewissen. Aber wenn ich durchs Wort Gottes mein Gewissen nicht zur Ruhe bringe, dann muss ich ihm gehorchen. Dann trotzdem gegen das Gewissen zu handeln, wäre Sünde. Das ist auch wichtig. Die Bibel geht über das Wort Gottes. Wenn ich aber durchs Wort Gottes mein Gewissen nicht zur Ruhe bringe, darf ich trotzdem nicht dagegen handeln. Das ist die Schwachheit des Gläubigen, sagt die Bibel ganz klar. Wenn du dagegen handelst, Sünde. Wisst ihr, jetzt kommt das große Ziel. Was ist das Ziel Gottes mit dem Evangelium, mit den Gläubigen? Warum halten wir heute Abend Versammlung? Was für ein Ziel hat Gott? Wenn du jetzt alle Gläubigen fragst auf dieser Welt, was für ein Ziel wäre, dann werden sie dir alles Mögliche erzählen. Aber hier steht es, ganz einfach. 1. Timotheus 1,5. Und doch ist der Endzweck, Telos, das Ziel, der Endzweck, das Ziel des Gebotes, also dessen, was Gott angeordnet hat, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das heißt, die ganze Arbeit im Reich Gottes zielt darauf hin, dass ein Mensch ein gutes Gewissen hat, aus diesem guten Gewissen raus ungeheuchelten Glauben und dadurch wirklich aus einem reinen Herzen heraus, das nämlich gewaschen ist durchs Blut Jesu, wirklich Agape, die Liebe Gottes auslebt. Das heißt, die Menschen so behandelt, wie Gott sie behandelt. Dass er immer das Beste für den Menschen sucht. Das ist das Ziel Gottes. Das Ziel einer Versammlung. Reines Herz, in das die Agape, die Liebe Gottes ausgegossen ist. Das ist ganz wichtig. Ein gutes Gewissen und ungeheuchelter Glauben. Das ist das Ziel Gottes. Und alles andere ist Theater. Und ganz ehrlich sagen, wisst ihr, wird so viel propagiert. Wisst ihr, wenn ich dann das höre, Jüngerschaft, Schulung, brauchen wir doch alles nicht, oder? Bibel lesen muss man einfach das, was drinsteht, tun. Da brauchen wir keine Jüngerschaft, Schulung mehr. Wisst ihr, da brauchen wir das alles nicht. Wenn man tut, was drinsteht, das Problem vom Mensch ist doch nicht, dass er, ich sag's mal, intellektuell nicht in der Lage ist, das nachzuvollziehen, sondern das Problem ist doch was ganz einfach, er tut's nicht. Das Problem. 1. Timotheus 1,18, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du in denselben den guten Kampf kämpfst, den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Jetzt kommt das Entscheidende. Gott will, dass wir Glaube und ein gutes Gewissen bewahren. Wisst ihr, wie das geht? Das ist ganz einfach. Es gibt in der Bibel zwei Bilder. Der Heilige Geist wird mit einer Taube verglichen. Die Dämonen werden mit Raubvögeln oder Geiern verglichen. Das macht die Bibel nicht umsonst. Wir wissen alle, dass die Taube in der Regel ein scheues Tier ist, wenn sie nicht hier wie der Zivilisation kaputt gemacht ist, dass sie dann auf den Marktplätzen rumrast. Sondern wenn sie einfach in der Natur ist, die Taube eher ein scheues Tier. Die Geier, die geht auf Aas, auf teilweise auf Tod, auf geistlichen Tod, da stürzt sie sich herab. Weißt du was ganz Einfaches? Wenn ich vor Gott prüfen soll, in meinem Gewissen, jetzt immer eine Sache, wo das Wort Gottes nichts dazu sagt, ich kriege ein schlechtes Gewissen. Und das kommt wie eine Taube. Ich sitze hier, bekomme ganz sanft von Gott einfach mitgeteilt als Information, Karl Hermann, an dem Punkt hast du deinem Fleisch, deiner Sünde nachgegeben, da hast du gesündigt. Ohne, dass mir die Gurgel zudruckt, ohne, dass ich depressiv werde. Wenn es ganz einfach sanft wie eine Taube in meinem Gewissen heißt, du hast gesündigt, dann ist der Heilige Geist. Wenn ich aber 2 Jahre lang das Gleiche mache, und hatte 2 Jahre lang nicht einmal einen Gedanken dran, dass es unrecht ist. Mit einem Schlag, überfallartig, eines Morgens, wo ich vielleicht nicht ausgeschlafen habe, packt mich eine unsichtbare Kraft, wirkt mir der Hals ab und beginnt depressiv in meinem Brustkorb zurück und plötzlich steht vor mir, das ist Sünde, was du 2 Jahre gemacht hast, ohne dass was passiert ist.
Wie wenn ein Geier über dich stürzt, dann könnt ihr sicher sein, es ist nicht der Heilige Geist, es ist der Teufel, es sind die Dämonen. So kann man es relativ leicht unterscheiden im Gewissen, was ist von Gott. Gott ist immer so, dass er sagt, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens zum Schutz. Ich habe euch vorgelegt, Leben und Tod. Gott lässt mir immer die freie Entscheidung, was ich tun will. Und überall, wo zwanghaft das ist, ist in der Regel der Teufel, der das Gewissen anspricht. Wenn es der Herr anspricht, ist sanft, frei. Ich habe die freie Entscheidung, ob ich eine Sünde bekennen will, ob ich sie nicht bekennen will, ob ich mit der Sünde brechen will, ob ich sie nicht brechen will. Ich habe freie Wahl, ist der Heilige Geist. Wenn Satan wirkt, bringt er mich, dass ich noch eine größere Sünde begehe oder in eine Irrlehre hineingehe oder voll kaputt gehe. Da muss man lernen, die Taube und der Geier zu unterscheiden. 1. Johannes 3, 21, ein ganz wichtiger Punkt für Gebetserhörung. Wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott und was wir bitten, empfangen wir von ihm. Jetzt sagt die Bibel praktisch, wenn man gutes Gewissen hat, das ist das die Basis, um eine Gebetserhörung zu erleben, dass der Herr meine Gebete erhört. Aber wenn ich mein Herz verdammt, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und das nicht durchs Blut Jesu zur Ruhe bringe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Gebet nicht erhört wird. Das ist normal. Also seht ihr, was das Gewissen hier für eine große Rolle hat in Bezug auf Gebetserhörung. 1. Timotheus 3, Vers 9. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das war die Diakone. Wisst ihr, der Glaube ist ein gewisses Geheimnis. Und trotzdem ist es kein Geheimnis, weil sie offenbart sind, die Geheimnisse. Aber diese herrliche Wahrheit des Evangeliums, sagt die Bibel, soll man bewahren im guten Gewissen. Wisst ihr, nicht in giftigen Streitgesprächen, sondern im guten Gewissen. Da gehört auch dazu, dass man die Perle nicht vor die Säue wirft. Ich führe heute schon lange nicht mehr jede Diskussion mit jemandem, der vom Evangelium nichts hören will. Tut mir leid. Ist letztendlich immer dem sein Problem. Er kommt an die Tölle, nicht ich. Wisst ihr? 2. Timotheus 1, 3. Merkt der Paulus schult Timotheus systematisch in Bezug auf die Tätigkeit des Gewissens. Ich danke Gott, welcher mich von den Voreltern her mit reinem Gewissen Gottesdienst darbringe. So heißt es wörtlich. Es heißt, man kann Gott nur wirklich dienen, wenn man gutes Gewissen hat. Man kein gutes Gewissen hat. Das heißt, wenn ich gesündigt habe und das Blut Jesu bringt mein Gewissen nicht zur Ruhe, dann kann ich nicht richtig dienen. Dann bin ich blockiert. Dann habe ich keine Freimütigkeit, keine Freudigkeit, dann ist kein Durchbruch, keine Gnade da. Wisst ihr, ich habe mir schon so oft überlegt, ich habe mit meiner Frau wieder heute diskutiert, der Wege. Wir sind in letzter, wo eigentlich im Geschäft der Hauptdruck bei mir weg war, da bin ich wie durchgehend, labil. Da bin ich mindestens 4-mal in Sünde gefallen. Wo für mich schlimm war, für mich persönlich. Wisst ihr, und ich habe heute mit meiner Frau noch diskutiert, gesagt, ich kann mit dem nicht leben, dass das etwas Normales wäre. Also ich habe mal im Wahn, im wirklichen Wahn, habe ich einmal fast 3 Jahre lang mit einer sündhaften Haltung gegen etwas im Geschäft gekämpft. Das kann nicht der Normalzustand sein. Und dann, als der Herr mein Gewissen angesprochen hat und so brutal angesprochen hat, dass ich innerlich zusammengebrochen bin, da war ich fertig. Wenn man das nicht wegkriegt, wenn man eine Sünde begeht, egal welcher Art, wenn man das nicht unter das Blut Jesu bringt, dass das Blut Jesu mein Gewissen reinigt und zur Ruhe bringt, dann kannst du Gott nicht dienen. Du kannst ihm aber auch nicht dienen, wenn du nicht auf dein Gewissen hörst. Von daher ist es unbedingt notwendig, dass 2 Dinge geschehen. Dass der Heilige Geist das Gewissen wirklich aufflammen lässt, dass Sünde Sünde ist. Dass ich mich da dazu stelle. Dass aber gleichzeitig das Blut Jesu, dass ich dem Herr Jesus erlaube und zu ihm komme, dass der Herr Jesus mit seinem Blut das entflammte Gewissen vollständig zur Ruhe bringt. Und dass man das Gewissen nicht anders zur Ruhe bringt, nicht mit menschlichen Mitteln, dass man es nicht totschlägt, dass man es nicht wegschiebt, dass man es nicht verdrängt, sondern dass man sich stellt und das Blut Jesu ist das Einzige, wo mein Gewissen zur Ruhe bringt. Das ist wahrer Gottesdienst. Das andere ist Theater. 1. Timotheus 4, 2. Macht doch alles, Timotheus. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, welche doch von Gott geschaffen sind und so weiter, dass sie genossen werden dürfen. Da sagt die Bibel, es gibt Menschen, die sind religiös, aber in Wirklichkeit haben sie ihr Gewissen, das sie letztendlich totgeschlagen haben. Das Gewissen hat nämlich angesprochen, die sind gebrandmarkt. Wisst ihr, was ist, wenn man gebrandmarkt ist? Da ist man stumpf. Da, wo das Brandmal ist, ist man stumpf. Die haben ihr Gewissen abgetötet, verbietet zu heiraten, verbietet bestimmte Speise zu essen. Das sind Dinge, religiöse Vorschriften. In Wirklichkeit sind die Leute, die das bringen, im Gewissen abgestumpft.
Und das Problem, was bei einem Gläubiger passieren kann, dass er in seinem Gewissen abgestumpft ist, das Schlimmste, was einem Gläubiger geschehen kann, wisst ihr warum? Dann erreicht ihn Gott in diesen Bereichen nicht mehr, der läuft ins Gericht. Katastrophal. Wenn einem Gläubiger das passiert, dass er abgestumpft wird, und dann geht ins Gericht. Titus 1,15. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist ihr Sinn und ihr Gewissen. Wisst ihr, und das ist ja das Schlimme. Der Ungläubige nimmt auch von dem Gewissen, das Gott neutral geschaffen hat, und Gott spricht es ja auch an, der Ungläubige letztendlich weiß letztendlich, dass er in Sünde lebt. Oft hat er es so verdrängt, dass es ganz weg ist. Aber es war mal da. Und dann braucht es Gnade von Gott, dass der Heilige Geist es wieder aufflammen lässt, dass man wieder ein schlechtes Gewissen bekommt. 1. Petrus 3,16. Ich lese ab 15. Seid allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht und habt ein gutes Gewissen dabei. Wisst ihr, das ist auch was Wichtiges, dass wenn man evangelisiert oder missioniert, dass man gutes Gewissen hat. Man braucht keine Tricks anzuwenden. Mir hat einmal eine Schwester gesagt, und es war interessant, sie hat gesagt, wenn du ein Zeugnis gibst vom Herr Jesus, übertreibe nie, weil in dem Moment, wie du übertreibst, nimmst du eine Anleihe beim Teufel auf, und hat sie recht gehabt. Wenn wir Gott dienen, wenn wir gute Gewissen, wenn wir evangelisiert, nicht fanatisch, sondern wenn wir gute Gewissen, dass man wirklich sagen kann, das, was ich weitergebe, das kann ich vertreten. Vor Gott, das habe ich selber erlebt, das ist keine Theorie, da stehe ich dazu. Wisst ihr, ich kann euch viel erzählen, ich bin jetzt fast 25 Jahre gläubig, ich habe viel erlebt. Aber wisst ihr, ich kann immer eins bezeugen, ich habe jetzt leider kein weißes Hemd, ich habe ein blaues, aber ich habe es immer so befreiend empfunden, wenn mir irgendwas passiert ist, sündemäßig, und ich ging zum Herrn Jesus und ich habe mich gewaschen mit seinem Blut von meinen Sünden. Ich habe hinterher immer, das war wie ein Bild, ich habe es immer fast körperlich gespürt, wie wenn ich ein altes, dreckiges, verschwitztes Hemd ausgezogen habe. Ich habe dann ein wunderbar frisches, weißes Hemd, das ist ja schön, wenn es duftet nach der Waschmaschine. So ein Hemd angezogen. Wisst ihr, so ist es, wenn Gott das Gewissen reinigt durch sein Blut. Und das ist das, was Gott will. Hebräer 13, Vers 18. Betet für uns, denn wir sind überzeugt, ein gutes Gewissen zu haben, da wir uns allenthalben eines anständigen Lebenswandels befleißigen. Gutes Gewissen, die Grundlage, Gott zu dienen. Nicht das gute Gewissen, weil ich es mir einrede, es ist gut. Nicht, weil die Menschen mich beruhigen oder weil sie mich beunruhigen, sondern weil das Gewissen im Heiligen Geist reagiert. Weil der Heilige Geist sagt, es ist in Ordnung. Weil der Herr Jesus es gewaschen hat durch das kostbare und teure Blut. Und dann letztendlich ist geschehen. 1. Petrus 3, 21. Als Bild des Bildes, also Doppelbild, davon rettet uns nun auch die Taufe, welche nicht ein Abtun fleischlichen Schmutzes ist, sondern die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das sagt die Bibel praktisch. So wie die Arche Noah ein Bild für die Rettung war, so ist die Taufe ein Bild für die Rettung. Aber gerettet werde ich durchs Blut Jesu. Das ist ein Doppelbild. Die Arche ist ein Bild, die Taufe ist ein Bild. Und sage ich letztendlich die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich jemanden taufe, was passiert denn, wenn ich jemanden taufe, einen Erwachsenen? Darum kann man keine Kinder taufen, ist biblisch absolut verboten. Wenn ich einen Erwachsenen taufe, dann bezeugt er letztendlich, dass die ganze Wirkung der Erlösung, dass er gewaschen ist im Blut des Lammes, so wie er ins Wasser eingetaucht wird, so hat ihn der Herr Jesus, nachdem er ihn von den Sünden gewaschen hat, im Heiligen Geist eingetaucht. Jetzt hat er die Vollwirkung der Erlösung. Er ist mit Christus begraben, mit Christus gestorben. Und in dem Moment, wenn jemand weiß, dass er mit Christus begraben, mit Christus gestorben und wieder auferstanden ist, dann weiß er, dass er letztendlich Sieg haben kann über alle diese Dinge. Und dann stellt sich das gute Gewissen ein, weil er plötzlich Sieg bekommt. So ist die Stelle auch gemeint. Hebräer 9,9. Denn dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, da noch Gaben, besser Darbringungen und Schlachtopfer dargebracht werden, welche das Gewissen anbelangt, den nicht erwachsen oder vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Und das ist etwas interessant. Wisst ihr, kein menschliches Mittel, keine Beichte, keine Seelsorge, kein psychologischer Akt, keine Wiedergutmachung, nichts kann das Gewissen letztendlich vollständig zur Ruhe bringen, außer dem Blut Jesu Christi. Auch die alttestamentlichen Blutopfer Israels konnten die Gewissen nicht zur Ruhe bringen, sondern nur das Blut. Es muss klar sein, für das Gewissen gibt es nur ein Mittel, das Blut des Lammes Jesus Christus. Alles andere ist letztendlich Religion und führt letztendlich zur Verführung. Hebräer 9,14.
Wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selber als ein tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott Gottesdienst darzubringen, so heißt es wörtlich. Das heißt, das Gewissen bringt letztendlich unter Umständen große Probleme. Aber in dem Moment, wie der Herr Jesus kommt und mein Gewissen, das vom Heiligen Geist wirklich aufgeflammt ist, durch sein Blut zur Ruhe bringt, bin ich in der Lage, Gott zu dienen. Und das ist der wahre Gottesdienst. Gott zu dienen mit einem Gewissen, wo man sich Gott gestellt hat und dann gleichzeitig bei Gott die Hilfe geholt hat, nämlich das Blut. Das ist der Unterschied. Das Gewissen braucht zwei Erlebnisse. Das Erlebnis, dass der Heilige Geist lebendig macht. Das zweite Erlebnis, dass der Heilige Geist durchs Blut Jesu das Gewissen wieder zur Ruhe bringt. Und dann kann ich Gott dienen, dann ist mein Gewissen in Ordnung. Weil, wir werden gleich sehen, was hier noch dahinter steckt. Hebräer 10, 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Glaubenszuversicht durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen. In dem Moment, wenn mein Herz durchs Blut Jesu besprengt wird, ist mein Gewissen frei, dann bin ich rein. Und jetzt sagt er, dann kannst du herzutreten zu Gott, dann kannst du zu Gott sehen und sagen, hier bin ich, durchs Blut Jesu. Wie ein Mensch ohne das Blut Jesu leben kann, verstehe ich nicht. Ich habe die Woche mal mit meinem Bruder, einem anderen Ältesten, habe ich diskutiert über Sünde. Und es war hochinteressant, wir haben über Sünde diskutiert. Und ich habe ihm dann erklärt, habe gesagt, meine Sünde spielt sich bei mir in der Regel im Kopf ab. Ich bin ein Mensch, der die ganze Sünde, die sich bei ihm abspielt, die lasse ich innen drin. Ich sündige relativ wenig nach außen. Aber innen drin ist genauso schlimm, wenn man es richtig versteht. Es gibt wieder andere, bei denen spielt sich innerlich fast gar nichts ab. Die gehen gleich hin und man hat was kaputt. Und trotzdem, dass ich jetzt 24 Jahre gläubig bin, ich kann es nicht verstehen, wie ein Mensch, der ehrlich ist vor Gott und vor Menschen, der sich selber kennt, wie dieser Mensch leben kann ohne die Reinigung durch Jesu Blut, verstehe ich nicht. Der William Busch sagt in seinen Büchern, sagt, ein Mensch, der das Dritte Reich erlebt hat, er sagt, erzähl doch keiner, dass er nichts gewusst hat. Er sagt, der das erlebt hat, wie kann der leben ohne Reinigung durch Jesu Blut? Das ist mir auch ein Rätsel. Ich lebe ja gar nicht im Dritten Reich, ich lebe auch nicht in der Diktatur, ich lebe immer normale, gewöhnliche, bürgerliche Leben, wo ich nach bürgerlichen Maßstäben eigentlich ein ordentlicher Mensch bin. Und trotzdem kann ich eines sagen, ohne das Blut Jesu, Hölle. Absolut Kandidat der Hölle. Wie kann man leben in dieser Welt ohne die Reinigung durch Jesu Blut? Ist mir ein Rätsel. Ein völliges Rätsel. 1. Korinther 4, 4 haben wir vorher gelesen. Also Grundsatz, ich bin mir nichts bewusst, nützt mir nichts. Aber jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Offenbarung 12, Vers 10. Mit dem möchte ich schließen. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Vollmacht seines Christus gekommen. Denn gestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Jetzt kommt das Interessante. Der Teufel macht Folgendes. Wenn ich als Gläubiger gesündigt habe, wisst ihr, wer mich dann verklagt vom Thron Gottes? Der Teufel. Da verklagt er mich sogar zu Recht. Weil ich habe ja gesündigt. Das Zweite. Der Teufel verklagt mich aber auch nicht vom Thron Gottes, sondern in meinem Gewissen, wenn ich nicht gesündigt habe. Das heißt, am Teufel sei Tätigkeit ist die ganze Zeit, mich wegen berechtigter Dinge vor Gott zu verklagen, mich wegen unberechtigter Dinge in meinem eigenen Gewissen zu verklagen. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches, das ist nachdem die Gemeinde im Himmel ist. Denn gestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht, und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Jetzt sagt er hier was ganz klar, die Überwindung der Anklage vom Thron Gottes, die geschieht, wenn der Teufel mich verklagt vor Gott, dann passiert Folgendes, sobald ich zum Herrn Jesus gehe, die Sünde bekenne, löscht er die Sünde durch sein Blut. Und in dem Moment läuft dem Teufel seine Anklage ins Leere, aus. Wenn der Teufel mich in meinem Gewissen verklagt und ich gehe zum Herrn Jesus und nehme es im Glauben an, dann löscht er die Verklagung in meiner Seele, in meinem Herz, in meinem Gewissen durch sein Blut und der Teufel muss schweigen. Das Einzige, was ich tun muss, ich muss im Glauben Widerstand leisten. Das geht nicht automatisch, da muss ich Widerstand leisten. Wenn ich zum Herrn Jesus gehe und die Sünde bekannt habe, dann glaube ich von ganzem Herzen, dass das Blut mich gereinigt hat, dann ist vorbei. Der Teufel wird kommen und sagen, nee, du hast nicht genug Buße getan. Du hast nicht tief genug bereut. Du warst nicht ernsthaft genug, es ist nicht weg. Das ist typisch der Teufel, das ist der Geier. Aber wenn ich zum Herrn Jesus komme und nehme die Reinigung durch sein Blut in Anspruch, dann ist die Sünde weg.
dann kommt mein Gewissen zur Ruhe. Und jetzt sagt die Bibel hier, warum sind diese Menschen, die hier beschrieben werden, im Himmel? Weil sie überwunden haben. Wie ging das, dass sie letztendlich ins Ziel in den Himmel kamen? Sie haben sich zum Herrn Jesus bekannt, steht hier ganz klar. Sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt, sie haben Gott gedient, nicht sich selber. Schon Grundhaltung, aber der entscheidende Faktor, durch das Blut des Lammes. Wisst ihr, und ich verstehe es nicht. Heute haben wir ja große religiöse Bewegungen, die wunderbare seelische Erlebnisse und alles versprechen. Wie kann man Gott dienen, ohne das Zentrum der Heiligen Schrift zu verstehen, dass alles zielt auf Jesus Christus und sein vergossenes Blut? Wenn Paulus sagt, ich habe gesucht, Gott zu dienen mit einem guten Gewissen, dann hat er versucht, sein Gewissen nicht zu verletzen. Und wenn er es verletzt hat, dann wusste er, wo er hinzugehen hat, zum Lamm Gottes, zu Jesus Christus, der hat sein Gewissen gereinigt, sein Blut. Und dann kam die arme Seele zur Ruhe. Wisst ihr, ich habe es mit Absicht heute Abend rausgegriffen. Aus zwei Gründen. Ich wünsche uns, ich wünsche auch mir, ich wünsche nur eines. Wenn das heute Abend bei euch ins Bewusstsein kommt und ihr Gott erlaubt, dass er das tut, dann wird etwas passieren, dann werdet ihr Gott dienen. Wenn ihr Gott erlaubt, dass er euer Gewissen durch den Heiligen Geist angeht, wenn ihr aufhört, euch zu entschuldigen, aufhört, auf Menschen zu hören, was das Gewissen betrifft, aufhört, auf eure eigene Stimme zu hören, auf eure Seele, wenn ihr sagt, Herr, zeig du mir durch deinen Geist, was mit dem Gewissen los ist, zeig du, sprich du es an, wenn ihr das dem Herrn erlaubt. Und dann, wenn der Herr das Gewissen anspricht, dass er dann hingeht, wo die einzige Lösung für das schlechte Gewissen zu finden ist, zum Herrn Jesus und zu seinem vergossenen Blut und euch dann reinigen lasst durch Jesu Blut, dann werdet ihr immer mehr auf Jesus Christus ausgerichtet, eure Seele wird zur Ruhe kommen und ihr werdet Gott dienen können. Garantiere ich euch. Ich möchte beten zum Schluss. Und Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Ratschluss des Vaters verwirklicht hast, dein Blut zu vergießen und dass dieses herrliche Organ des Gewissens in uns ist. Danke dir auch, dass ich ein Gewissen habe, das wirkt. Aber noch mehr danke ich dir dafür, trotz aller Verkehrtheit als Mensch, dass du nicht nur ein Gewissen gegeben hast, das funktioniert, sondern das perfekte Mittel, um das Gewissen zur Ruhe bringen, dein kostbares und teures Blut. Ich habe nur eine Bitte, dass du durch unsere Reihe gehst und jedes Gewissen, das gehärtet wurde, das gebrandmarkt ist, neu aufflammen lässt im Heiligen Geist, dass du durch die Herzen gehst und mit dem Heiligen Geist die Herzen durchbohrst, auf dass die Gewissen neu aufflammen, und zwar im Heiligen Geist. Und gleichzeitig, dass du dich dann verherrlichst, indem du wäschst durch dein kostbares und teures Blut, auf dass der Letzte in unserer Mitte beginnt, dir zu dienen.